Das ist jetzt also eure lustige Challenge. Schmeißt den Reporter einfach aus dem Flugzeug raus. Radio Brocken. Die Radio Brocken Sommer Challenge. Sachsen-Anhalt erleben. Hallo lieber Dennis. So, da bist du nun auf dem Flugplatz. Und jetzt geht's um deine allererste Radio Brocken Sommer Challenge. Du wirst dich aus einem Flugzeug stürzen. Es geht um einen Fallschirmsprung. Ganz viel Spaß. Komm gut runter. Nee, Mann. Ich kann doch nicht... Oh, ich... Nee. Meine Stimmung, die war ja so, okay, mir geht's eigentlich ganz gut. Es war ja wirklich mega schön. Und dann plötzlich, jetzt packt das Mikrofon weg. Wir müssen uns das vorbereiten, weil du wirst bald springen. Und ab da hat sich dann auch die Emotion so schlagartig gewandelt. Das, was du jetzt merkst, ist einfach nur die Aufregung, das Nervositätskribbeln im Bauch. Das sollte man haben. Das ist das Schöne. Das hab ich auch. Sagt der Rocket Pro, Springer ist 2 Minuten. Springer macht ruhig jetzt 5 Minuten, danke. Dann der nächste große Schritt, die Flugzeugtür geht auf, wir waren dann auf 3000 Meter Höhe und plötzlich so ein Wurm. Und ich dachte einfach nur, spring jetzt runter, ich will es gar nicht mehr weiter erleben und plötzlich... Ich wusste für 10 Sekunden ungefähr nicht mehr, ich weiß nicht mehr so genau, was dann passiert ist. Und dann geht halt der Fallschirm auf. Und dann macht es so wumm, richtig heftiger Ruck. Ich wollte mich einfach nur an mir selbst festhalten. Der Buschi wollte die ganze Zeit mit mir sprechen. Ich wollte einfach mit ihm sprechen. Du könntest jetzt den Fallschirm steuern. Ich wollte diesen Fallschirm nicht steuern. Ich wollte einfach nur klarkommen. Und so geil wie das war, also dieser freie Fall, das war... Highlight meines Lebens. Wollte ich dann aber auch irgendwie wieder runter. Und alle kommen so zu dir. Es hat mich total genervt. Die Leute kommen zu dir. Ja, wie war's? Wie war's? Ich hatte noch keine Gedanken, die ich da fassen konnte. Ich wusste noch gar nicht, wie es war. Ich wusste gar nicht, wer ich bin in dem Moment. Ich muss das mal schlucken. Das war der Oberhammer. Einfach dieses... Wie kann man denn so... Eigentlich müsste ich tierisch Angst haben müssen, aber dann war es ja einfach doch die Freude und ich habe geschrien vor Freude. Ey, komm, ich danke dir. Mein herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Fallschirmsprung. Ja, letztlich, wir haben es Sachsen-Anhalt gezeigt. Ist es extrem, unser Bundesland ist extrem, ist bunt, ist vielfältig. Wir haben geile Orte und einen heftigen freien Fall. Also, puh. Ja, danke Radio Brocken auch, ne? Geilster Job.